Nur noch wenige Sekunden, dann wird sich auf dem Nürburgring ein Drama abspielen. Wir haben Klaus Ludwig gebeten, die folgenden Szenen aus seiner Sicht zu kommentieren. Ich lenke in die Linkskurve ein, bergauf, die normal voll geht, und dann bricht mir das Auto hinten weg. Man sieht es auch nicht mehr ganz deutlich, aber das Auto bricht hinten aus in dieser Linkskurve und ich komme rechts aufs Gras. Kurz vor diesem Moment habe ich noch gedacht, ich kriege es geregelt, aber dann habe ich es nicht mehr geregelt und stehe mitten auf der Straße. Und einige Autos sind da ohne Probleme an mir vorbeigekommen, weil sie haben mich gesehen, wie ich mich auf die Straße zurückgedreht habe. Nur leider Gottes hat mich der Armin Hahne einfach nicht gesehen. Und hat mich dann relativ frontal getroffen. Man muss sich vorstellen, dass dieser Unfall ungefähr mit gut 200 km/h gegen Null stattgefunden hat. Und deswegen bin ich also sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier sitze und ohne größere Blessuren davongekommen bin. Olaf Mantoi im weißen BMW M3 und Volker Striezek im Opel Kadett mit der Startnummer 40 werden ebenfalls in den Unfall verwickelt, bleiben aber beide unverletzt. Peter Oberndorfer eilt sofort Klaus Ludwig zu Hilfe, der aber bis auf Prellungen und Schock unverletzt ist. Armin Hahne dagegen ist im Auto eingeklemmt. Das Rennen wird sofort abgebrochen. Die Hilfeleistungen der Streckenposten und Rettungsmannschaften sind vorbildlich. Der hinter Armin Hahne fahrende Alfred Heger schildert den Unfall aus seiner Sicht. Ich sah nur, dass das Auto von dem Klaus Ludwig auf einmal schräg, also absolut quer auf der Fahrbahn gestanden hat. Der Armin Hahne war vor mir und hat versucht, nach links auszuweichen, ist dem Klaus aber frontal vor das Auto gefahren und ich bin rechts ausgewichen, hab noch die ganzen Fetzen fliegen sehen, aber ich habe Gott sei Dank nichts abgekriegt, aber der Aufprall war fürchterlich. Ich habe es genau aus dem Augenwinkel heraus, habe ich es ja gesehen, und wenn du sagst, die sind alle heile ausgestiegen, dann haben die wirklich alle Glück gehabt. Betroffenheit an der AMG-Box.